Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Coral Island. Ich habe ja so krass vorproduziert mit Coral Island, dass ich dachte, ja, ich komme easy bis zum nächsten Update. Ja, nee, komme ich nicht. Deswegen muss ich jetzt nochmal vor dem Update spielen. Und ja, wir warten weiterhin darauf, dass ein neues Update kommt. Ich habe den April-Dev-Blog schon gesehen. Es wird, glaube ich, ein richtig cooles Update. Also da freue ich mich schon drauf. Aber dauert halt noch ein bisschen, ne? Die sind jetzt auch in ihrem wohlverdienten Urlaub. Aber es kommt noch einiges. So. Boah, ich weiß nicht mehr, was wir gemacht haben. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Ich weiß es nicht mehr. Boah, was hätten wir denn stehen geblieben? Wie gesagt, Coral Island war das erste, was ich für den kompletten Mai vorprodu Ach, für den kompletten April vorproduziert hatte. Ich weiß nichts mehr. Okay, sie ist okay. Ja, ist okay. Ich habe gerade vergessen, dass die Ziege Käse heißt. So. Damit haben wir meine Kühe fertig. Dann müssen wir jetzt nur noch Schafe scheren. Und hier die Dinger auffüllen. Bei Unterwasser haben wir alles. Da kann man gerade nicht weitermachen. Und ansonsten. Oh, ich habe eine. Lol. Oh nein, ich habe mein schlaues Buch gar nicht hier. Ich weiß gar nicht, wo das liegt. Ich glaube, das liegt hinter mir. Geld habe ich 67.000, liegt das hinter mir? Das liegt auch nicht hinter mir, scheiße. Oh, Umzüge, Alter. Okay, ich habe leider keine Ahnung, wo es liegt. Was müssen wir tun? Haben wir noch Quests offen? Ich bin fast bei C. Der Ozean der Vermächtnis mir noch ein bisschen. Lauter Bürgermeisterhut. Hat seinen Hut verloren. Herbsttrompetenpilz. Habe ich sowas noch? Herbsttrompetenpilz? Nee, weil ich die nie aufbewahre. Kann ich die. Danke. Nee. Scheiße, habe ich nicht mehr. Muss ich auf ein Ding warten. Arapaima. Bei kälteren Wetter nach Sonnenuntergang. Ja, stimmt, wir könnten eigentlich mal ein bisschen. Ah, hoppala. Ich habe meine Milcherzeugnisse gar nicht da rein. Hast du es? Ja, okay. Ach so, ich kann aus der ganzen Wolle. Könnte ich mal auch Stoff machen, ne? Wofür habe ich denn das Ding da unten stehen? Fettenofen, Holz zu Holz, Kohle, Schrott zu Glas, Stein zu Glas. Ah ja. Produziert Honig. Okay, da muss ich ja noch auffüllen. So, was kann ich hier verkaufen? Dich, dich. Oh, die muss ich noch aufmachen. Mache ich das heute mal? Vielleicht sind auch ein paar Sachen dabei fürs Museum. Heute ist auch Mittwoch. Okay, die haben offen. Aber ich habe schon alles wieder vergessen.
die Details, wann wer wie offen hat. So, jawohl. Gib mir das mal. Keine Ahnung, ob irgendwas davon zur noch gespendet. Jawohl. Yes. Sehr gut. So lobe ich mir das. Sind tatsächlich zwei Sachen dabei. Dann gehen wir jetzt noch zum Labor. Weil da können wir auch noch ein bisschen was was erforschen. Und dann könnten wir uns auch mal darum kümmern, das zu kaufen, was wir da machen, ne? So. Okay, was brauche ich denn da? So, ne Quatsch, einkaufen. War ja auch gar nicht. Geräte entwickeln. Okay, warte. Ich fotografiere mir. Fotografiere mir das mal kurz, weil ich ja mein schlaues Buch nicht habe. Automatischer Streichler, ne? Wir machen erstmal die erste Reihe quasi, ne? So. Weil Geld kostet die ja auch. Und im Winter verdienen wir nicht so viel, aber wir müssten uns ein bisschen Geld auch auf die Seite legen, weil wir ja im Frühling auch wieder Samen kaufen müssen. Hallo. Stimmt, ich weiß gar nicht, wie weit wir auch sind überhaupt mit unseren. Irgendjemand hat Geburtstag. Millie hat Geburtstag. Okay. Bin ich am Museum vorbei, ich Depp. Wo war ich denn jetzt mit meinem Kopf? Da muss ich natürlich hin. Gegenstand spenden. Auch die Knochen hatte ich schon alle. Wie gemein. 10 Filme noch, 10 Punkte. 10. Damit. Wo ist eigentlich Baku? Und wo ist Millie? Dann schenke ich dir doch was zum Geburtstag. Ach, die sind im Gemeinschaft. Ah, okay. Dann gehen wir doch da rein. Milli. Ach so, da kann ich immer noch. Zur Drohung von Haustieren im Außenbereich. Könnte ich mir eigentlich mal kaufen. Dann könnte ich mir ein Tier adoptieren. So, das mag eigentlich jeder. Ja. Ich hoffe, das ist zwar nicht zu viel Mühe. Ich nehme das Geburtstagsgeschenk gerne an. Vielen Dank. Ich hänge gerne bei der Arbeit ab. Das bleibe ich normalerweise lange hier, bis ich müde werde. Habe ich hier eigentlich mittlerweile irgendwas? Dieser Bereich ist leer. Ja, ich habe irgendwie noch keinen. Die kommen, glaube ich, noch. Die Bücher, also die Bücher aus der Bücherei. So, warte, wo ist denn Baku? Baku. Ist natürlich im Observatorium. Warum frage ich eigentlich noch? Was soll da auch anders sein? Hi, 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 hallo. Mann. Observatorium. Nein, 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 nein. Oh. Das ist auf dieser Scheißleiter. Ein Buch mit 2000 Seiten mit dem Titel Eine kurze Geschichte der Zeit von Stephen Hawking.
kommst du bitte runter? Ich will dir nur ein Geschenk geben. Ach, ich bin mit Cam nicht gut genug befreundet. Aber in Ding sein zu. Ja, in Vakus Zimmer kann ich mittlerweile. Ist richtig nice. Aber gut, bei 7 Herzchen. Wie viele haben wir? Hat eigentlich noch irgendjemand Geburtstag? Nee, gell? Ich kann sagen, oh nein, Millie. Aber Millie war ich ja gerade. 6 Herzchen sind wir erst. Okay. Vaku, kommst du bitte die Leiter runter? Ich will dir da nur kurz was geben. Nur eine Kleinigkeit. Ist für dich. Damit wir das... nein, Alter. Ich hab doch gerade was an meinem Ding gemacht, an meinem Kopfhörer. Hey, danke, dass du mich gedacht hast. Bitteschön. Ich muss noch schnell ein paar Eier und Milch holen, bevor ich übers Wochenende zu Papa fahre. Vielleicht mache ich das einfach auf dem Rückweg. Das ist eine gute Idee. Boah, ich hätte richtig Bock, was zu backen, Alter. Ich hätte noch Zimtstecken. Also eine Zimtstecken-Backmischung da. Ich weiß nicht, warum ich so Bock habe, was zu backen. So, wir können jetzt nach unten. Ich bin in eine Sackgasse gelaufen. Alter, wie wenig wirst du dich wieder auskennen können? Ja. Black Beauty Oberschiene. Aha. Hallo, was bist du denn? Ich bin cool. Was brauche ich denn noch eigentlich alles in meinem... Ist irgendwas davon... alles gespendet. Ist irgendwas davon eigentlich noch? Nee, du bist angeboten. Muss ich alles nicht anbieten. Aber ja, ich stelle jetzt die Hundehütte auf. Dann kann ich mir ein Tier adoptieren. Kann ich das hier hinstellen? Hm. Wo stelle ich das denn hin? Kann ich das nicht drehen? Hallo? Okay. Ich gehe jetzt zur Stadt und hole mir ein Tier. Ich hoffe, die haben noch offen. Hallo, hallo, hallo. Haustier adoptieren. Oh. Was nehmen wir denn, Cody? Oh, Bodhi. Ganz viele Miezekatzen und Häschen. Oh, lol. Ich glaube, es wird Bodhi. Ich bin jetzt von Seto. Seto kommt morgen bei der Farm an. Oh. Ich habe jetzt einen Wauti. Nice. Ach. Geil. Okay, ich packe jetzt einiges weg. Aus meiner Tasche und dann angeln wir mal wieder eine Weile. Weil wir können theoretisch auch mal anfangen, da unseren Angeln zu leveln. Bergbau brauchen wir nicht mehr viel. Dann sind wir da auf Level 9. Okay. Nice. So. Weg, weg. Das nicht. Weg, 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 weg. So, warte. Dann kommen wir hier zu Sonstiges. Da ist, glaube ich, Glas drin. Batterien. Erzeugnisse. Erzeugnisse. Die sind da alle nicht drin. Hm. Tatsache. Okay. Dann brauche ich Essenzen. So. Angeln wollte ich, aber bevor es soweit ist, schaue ich mir nochmal kurz. Ach. Das ist meine Couch, das ist mein Sofa, das ist mein Bett. Ich
brauche eine Batterie. Eine Batterie. Silber-Seetang-Essenzen. Ich habe kein Silberseet. Ach so, weil ich für die ganzen Sprinkler. Und ich brauche 50 Schrott. So. Genau, und dann brauche ich ja noch Silber-Seetang-Essenzen. Dafür brauche ich Silber-Seetang. Aber das, den holen wir dann, wenn dann, morgen. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen an den Strand und angeln. Scheiße. Ey, ich habe heute schon Final Fantasy gespielt, Assassin's Creed, Minecraft, habe ich alles aufgenommen. Und erst jetzt bei Coral Island merke ich so diese Sucht. Ich weiß nicht, was dieses Spiel hat. Habe ich denn schon mal... Ja, okay. So, wir gehen jetzt ganz schnell unten ans Meer, damit wir noch angeln können. Hi. Weil vielleicht finden wir ja sogar den... Achso, ich soll ja, stimmt, ich soll ja um 18 Uhr am Strand sein. Vielleicht erwische ich sogar das auch noch. Nein, okay. Warte, bis ein Fisch anbeißt. Ich warte. Hi, Fischi, Fischi, Fischi. Ah, Müll. Na, immerhin. Wir brauchen jetzt einen Fisch, aber da stand auch nicht, dass dann nur, dass er nachts kommt, also wenn die Sonne untergegangen ist. Aber nicht wo. Schon wieder Müll. Ja gut, vielleicht ist das auch nicht die beste Stelle, ne? So zwischen den ganzen Ölranken hier. Oh, das ist wieder Müll. Jetzt, okay, wir brauchen eine andere Stelle. Die hier ist scheiße. Vielleicht wirklich unten am Strand. Oder hier. Hier sieht es doch schön aus. Warte, bis ein Fisch anbeißt, ja. Ich habe vorhin schon gewartet, dass es ein Fisch ist, aber es wurde kein Fisch. Oh. Komm her, kleiner Fischi. So. Rubin-Goldgrundeln, die brauche ich eigentlich gar nicht. All irgendwas. War das. Sogar schon wieder ein Fisch. Was ist denn nun los? Sogar ein hartnäckiger Fisch. So, komm mit. Oh Gott. Kommst du jetzt? Ja, danke. Ein Hummer. War ja nicht gar nicht. Das ist wahrscheinlich auch voll schwer zu fangen. Aber es gibt doch keine neue Angel. Oh wow. Ich habe auch versehen auf die falsche Taste gedrückt. Ach, Arapaima. So heißt er. Steht ja da. Ich weiß gar nicht, ob die Unterschied machen zwischen Nussfisch und Ozeanfisch. Oder nur Tagfisch und Nachtfisch.
Ich hab da doch nicht so die beste Technik rausgefunden. Ja, war mir irgendwie klar, dass es nochmal ein Hummer ist. Weil auch wenn du Sachen abgibst, ist da nur was von Tag und von Nacht, Fisch die Rede. Ist doch wieder ein Hummer. Ich will keinen scheiß Hummer. Ich habe Hummer übrigens noch nie gegessen. Ich habe so das Gefühl, der ist völlig overrated.